Moin Leute, Muizi hier. Im heutigen News-Video sprechen wir über den nächsten Prestige-Skin, einen Buff oder vielleicht auch Rework für Lifeline und den Season 19 Battle Pass. Und als erstes sprechen wir über den nächsten Prestige-Skin, welcher, wie wir ja auch schon länger wussten, für Revenant sein wird und gegen Ende der Season kommen wird, denn alles zum Skin wurde geleakt. Der Skin wird, by the way, den Namen Apex Nightmare, also Apex Albtraum, tragen, was, denke ich, relativ gut passend ist, und an sich sieht der Skin, finde ich, schon mal echt sehr, sehr nice aus. Die einzelnen Stufen sind auch alle echt ziemlich geil, also eigentlich sieht keiner der Stufen wirklich schlecht aus, sondern es sind halt einfach alle nice. Der Finisher ist auch echt sehr special und ebenfalls ziemlich geil, denn bei ihm saugt er seinen Gegner einfach ein. Und zu guter Letzt gibt es auch schon seine Flugspur zu sehen, welche ebenfalls echt sehr gelungen ist. Also all in all ist das, denke ich, ein ziemlich geiler Prestige-Skin. Schreibt ihr mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt und ob ihr in Erwägung zieht, ihn euch zu kaufen. Als nächstes sprechen wir über Lifeline, denn es sieht ganz danach aus, als wenn sie bald einen Buff oder vielleicht auch einen Rework bekommen wird. Carindo hat nämlich etwas mit dem Namen Lifeline Throne Clyde Meter in den Dateien entdeckt, was sich sehr interessant anhört und ein paar verschiedene Bedeutungen haben könnte. Und die naheliegende ist, denke ich, dass die Drohne, also ihre taktische Fähigkeit, einen Buff bekommt, und zwar, dass sie sich zukünftig bewegen können wird. Vermutlich würde sie dann so funktionieren, dass sie sich hinter dem Spieler, der gerade von der Drohne geheilt wird, hinterher bewegt, oder dass sie immer in der Nähe von Lifeline bleibt. Außerdem könnte es auch sein, dass hiermit gemeint ist, dass Lifeline die Drohne zum Beispiel zu ihren Teammates werfen kann. Es kann aber auch etwas mit der passiven Fähigkeit, also der Wiederbelebung, zu tun haben, da dies ja auch die Drohne übernimmt, und zwar könnte man sich dadurch beim Wiederbeleben vielleicht ein wenig bewegen, also ähnlich wie bei Newcastle. Vielleicht erwartet uns, wie gesagt, aber auch ein kompletter Rework für Lifeline. Das wäre, denke ich, auch ganz gut möglich, da ihre Fähigkeiten aktuell halt auch nicht so die allerbesten sind. Als nächstes und bereits letztes Thema für heute geht es um den Battle Pass für Season 19, denn mit dem neuesten Event gibt es auch einen neuen Leak zu Season 19, da Season 19 mit etwas über einem Monat tatsächlich auch gar nicht mehr allzu weit weg ist. Und zwar hat uns Carindo wissen lassen, dass die Rampage in Season 19 als reaktiver Waffenskin dran sein wird, leider gibt es jedoch noch keinerlei Infos oder Bilder zum Aussehen dieses Skins. So, und das waren soweit auch schon wieder alle News für heute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es der Fall war, lasst auf jeden Fall gerne noch eine Bewertung oder Feedback in den Kommentaren da. Und somit bedanke ich mich noch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.